Das Spiel des Jahres 2017 ist zurück! Zumindest denken viele so und auch ich würde Mario Odyssey ganz weit oben einordnen. Aber ist es wirklich das beste Spiel 2017 oder das beste Switch-Spiel 2017? Wie immer könnt ihr abstimmen. Seit geraumer Zeit führe ich ja unter jedem Video ein Voting durch. Entweder erscheint es ab 40 Sekunden normalerweise oder ihr könnt eigentlich oben rechts, sowohl auf Smartphone als auch auf dem PC zu finden, das Ausrufezeichen anklicken. Und dann kommt ihr zum Voting. Und das macht vielen Spaß. Ich lasse mir da immer was einfallen. Und es ist ja auch nur ein Klick, den ihr machen müsst. Das machen viele gerne. Vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, ob vielleicht die Daumenaktivität auch wieder zulegen könnte. Das ist auch nur ein Klick. Und ihr unterstützt die YouTuber, die ihr gerne schaut, wirklich enorm mit einem Klick auf einen Daumen nach oben. Ich möchte es nur mal aussprechen, weil... Ne? So, aber jetzt höchste Zeit, dass wir weitermachen im Forstland. Wir sind hier stehen geblieben. Und das war die Ladestation. Was genau ist hier los? Ladevorgang, Ladevorgang. Bitte beeile dich. Weil ich verbrauche meine letzte Energie für meinen Panikzustand. Das ist ein bisschen was. Hat es von öffentlichen Toiletten. Muss bald aufladen. Oh, dem geht schon gar nicht mehr gut. Ja, wie mache ich denn das? Kannst du mal bitte die Fliege machen? Kann ich die nicht übernehmen? Leider nicht. Und was ist hiermit? Das leuchtet. Achso. Danke für die Aufladehilfe. Ja, und das definiert sich wie? Naja, ich weiß nicht, ob da jetzt... Vielleicht sollte ich die anderen Ladestationen auffüllen, wie auch immer ich das anstellen kann. Naja, der Vorgang. Der braucht lange zum Laden anscheinend. Irgendwelche Ideen? Vielleicht finde ich das ja anderweitig raus, wenn ich hier weiter meines Weges gehe. Aber der da muss weg. Hm. Wüsste gerade nicht wie. Vielleicht gibt es in der Nähe einen Hebel oder irgendeine Alternative, was man machen kann. Ich schaue mich erstmal weiter um, aber ich vergesse euch nicht. Die Ladestation ist überfüllt. Dabei sind es 3 Stationen, nur die anderen sind halt schon leer. Oh, oh, oh. Echte Parallelen auch zu Pfandrückgabeautomaten zu erkennen. Wenn da irgendwie... Oder Supermarktkassen. Ja! Meine Güte, der Alltag steckt voller Mario Odyssey. Unfassbar. Hier gibt es auch nicht ohne Grund so viele Goombas. Ich nehme dich. Oder ich nehme dich. Und zum Schluss noch den hier. Habe ich irgendeinen erledigt? Ich hoffe mal nicht, ne? Und da ist die Herzensdame. Oh! Ja! Es ist so ziemlich der attraktivste Goomba, den ich je gesehen habe. Tut mir leid, Gumprina aus Paper Mario, die Legende vom Miontor. Romanze in den Waldruinen. Einfach nur, weil sie so viele Verehrer hat? Ich meine, da stehen gleich 8 Typen auf der Matte. Naja, wie ich sagte... Ich meine, es scheinen ja auch nicht so viele weibliche Goombas umherzuschwirren, oder? Die sehen oft genauso aus wie die männlichen. Das kann natürlich auch sein, oder würde mich das nicht verwundern, dass die so viele Verehrer hat. Lasst uns ein bisschen Krieg spielen! Ich weiß nicht, ob ich die anderen kalt machen sollte. Was kann ich denn hier... Okay. Oh mein Gott! Ihr bekämpft mich? Ja dann... Bekämpfe ich euch auch! Könnt ihr alles kaputt machen? Ist es schlau, alles kaputt zu machen? Ich glaube nicht, ne? Der Witz hier. Was sollte ich mir... Das, oh Mann. Ich will ja nix. Ich will ja hoch. Oh, das wäre vielleicht eine Überlegung. Aber am Ende sollte ich doch alles kaputt machen, um zu schauen, ob... Oh my God. Ich irgendwo noch was drin ist. Zum Beispiel brauche ich wahrscheinlich das hier nicht. Bisschen aus wie ein Tetris-Block, möchte ich meinen. So, hier, weg. Wobei. Bisschen vorsichtiger hier, ne. Das hier brauche ich nicht. Unten wird schon nichts sein. Ich hoffe, dass es nur einen Mond hier gibt oder eine wichtige Sache. Kamera? Keine große Perspektive, keine große Ansicht. Hinter der Felswand. Ich hoffe mal, das war alles hier. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob man da so gut hochkommt ohne weiteres. Und ich will hoch. Ich mag das Land. Es hat viel zu erkunden parat.
Das Seeland halt bislang das mit Abstand kleinste, oder das Hugland auch. Weil das bestimmt noch, ja, Überraschungen hat. Wir werden später dorthin zurückkehren. Wobei ich mich inzwischen auch frage, werden wir später überhaupt so viele Fähigkeiten bekommen, dass wir, naja, Backtracking machen müssen? Werde ich aber in jedem Fall machen. Wenn diese Steigung zu steil sein sollte, kann dir vielleicht eine Blume ein bisschen Geschwindigkeit verleihen. Eine Blume Geschwindigkeit? Ich guck mir das aus der Ferne an, aus der Nähe. Geheimes Blumenfeldpfad. Vielleicht kann ich von dort aus die Ladestation ein bisschen deichseln. Wollen wir mal sehen. Wie konnte mir jetzt die Blumen irgendwie Schnelligkeit verleihen? Oh mein Gott! Das hat was von dem einen Yoshi aus Mario Galaxy 2, der die, steilen Wände emporklettert. Oh mein Gott! Aber die Steuerung ist gar nicht mal so lustig. Gut, die respawnen auch, ne? Die erholen sich wieder. Sollte man möglichst gerade bleiben, weil sonst wird man hier nicht glücklich. Aber, oben rechts sieht mir das sehr verdächtig aus. Winkt etwa schon der nächste Mond? Vielleicht wieder so ein Geschicklichkeitsbereich, kann man das sagen? Oder ein Bereich mit Eigenheiten? Du bist doch ein Dummbatz. Wozu brauche ich dich hier? Da ist ein P-Switch und ich krieg das so kaputt. Und jetzt geht das Abenteuer erst los, ja? Zerstören! Oh mein Gott, bin ich Gegner, aber in Massen! Immer diese Massentierhaltung, Bodenhaltung ist das doch. Das war nicht Bio. Das war Chemie, Physik, Erdkunde. Na gut, der war ja noch schlechter als der davor. Ich höre ja schon auf. Die sollte ich wirklich mal ganz schnell... Ich kalkuliere schon immer ein bisschen ein, dass die Kugel sinkt, aber die sinkt gar nicht. Scheiß auf Schwerkraft. Wir machen heute einen drauf. Und aus irgendwelchen Gründen versuche ich auch, den Käfig zu beschützen oder nicht zu treffen. Was genauso Schwachsinn ist. Hat er mich erwischt. Aber bevor es weitergeht, da oben der Schnickschnack will eingesammelt werden. Und dazu mache ich vielleicht sogar den hier. Ne? Aber das hier. Das wäre... Dieser von Wand zu Wand springen, also über Eckwandsprung, funktioniert nicht so gut wie in Mario 64 Anno oder nochmals. Dafür funktioniert hier anderes besser, nicht wahr? Dudel, dudel, dudel. Du bist ja eine Nudel. Dudel, dudel, dudel. Ja, komm. Legt euch nicht mit dem Skiller an. So hinter der... Hinter den Pfosten. Das hat ein bisschen was von Matrix, ne? Kann ich ja auch ganz stylisch den Kugeln ausweichen in Zeitlupe. Trap. Trap. Cool gemacht. Ich glaube, weiter kann der nicht, weil der Panzer kann nicht springen. Moment aber mal. Ah, da hätte ich einen anderen übernehmen müssen. Kann ich da nicht die... Ach, hier. Warte. Warte, 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 warte. Gleich wieder Hade. Warte, Hade, du da. Zack, Pumpeng. Gut. Ein Mond. Und dann heißt es wieder, Alter, ich schwöre. Und geh in diese Röhre. Blam, blam, blam. Ah, wunderbar. Ein schönes Spiel, ein schönes Spiel. Vor allen Dingen, die Münzringe sind wieder da. Braucht's die? Irgendwie? Ich brauche die jetzt nicht. Obwohl, Münzen, ne? Münzen. Eisenbergstraße. Station 8. Das heißt einfach nur so. Da hätte ich nämlich die anderen Stationen, mindestens 7 andere, allesamt übersehen und... Also bitte. Hey, cool, wir haben über 1000 Münzen, ey. Ist ja steil. Fall nicht runter wie so ein... Ja, wie so ein Mehlsack. Ich wollte gerade fragen, kann ich da vielleicht weiterrennen?
Guck mal, da oben ist noch ein München. Das geheime Blumenfeld liegt da vorn. Bitte behalte seine Position für dich. Ist hier unten noch was Geiles? Ansichtssache. Aber ich glaube, der... Was ist denn das da? Mit dem komme ich da hin. Also ganz unten will ich hier nicht lang. Aber bevor ich raufdackel, dackel ich jetzt erstmal gleich nach unten. Dammit. Pro Controller shaking. Das war auch nicht so schlau, aber die respawnen, ja. Naja, es war ziemlich dumm sogar. Die Donut-Plattformen werden heutzutage nicht mehr naturell angepflanzt, wie es schon immer der Fall war. Die werden inzwischen auch mechanisch hergestellt. Ein weiterer Sieg für die Industrialisierung. Und eine Niederlage für die armen Bauern, die ihre Milch zu billig verkaufen. Ja, das war tiefgründig. Hinterfragt es einfach nicht. Ich kann doch bestimmt zwei auf einen hier. Bam, bam, bam. Und da ist ein Secret Geheimgang Special Extreme Edition 2D. Oh, sexy. Mehr war da nicht drin. Merke ich mir. Aber erstmal will ich das zu Ende bringen, was ich da erblickt hatte. Für Mario nicht schwer. Für die Stelzenzwiebel umso mehr. Ich weiß nicht, ob die so heißt. Ich nenne sie Stelzenzwiebel. Stelzensiebel und vor allen Dingen nicht Zwiebel, Siebel. Ja, diese Muttern da darf ich nicht vergessen. Ich komme da nicht hin. Ich hatte gedacht. Denken ist nicht meine Stärke. Schaut mir in die Augen, dann wisst ihr alles. Und da kommen noch mehr Augen. Aber vielleicht wäre es angebracht, diesen Mond mitzunehmen. Oder was meint ihr? Die Nuss auf dem hohen Zaun hilft uns. Ja gut, das ist ein guter Trost, definitiv. Das, was ich mir erhofft hatte, habe ich bekommen, aber trotzdem frage ich mich, wie ich da reinkomme. Vielleicht erklärt sich das noch. Das ist mir schwer. Komm ich drüber? Das wäre schon ziemlich. Schon ziemlich nice. So viele Möglichkeiten. Ich bin erschlagen von Möglichkeiten. Gehen wir erstmal hier in den 8-Bit-Bereich, yo. Noch was? Noch was zu geiern hier? Er ist da ganz gequetscht an der Stelle. Forscher Mario! Zeig, wo deine Reise dich hinführt. Münzen! Ja! Keine Gegner! Woo! Voll easy peasy, man! Wer hat diesen Mario Maker Level gebaut? Er bekommt einen Stern! Und ich hoffe nicht meinen Mond. Ja, da ist er. Das war schon ein bisschen zu läppisch, ne? Ich erwarte auch mal so ein paar anspruchsvollere Retro-Mario-Level, nachdem der eine, ich sag mal, über Kopf und mit den Schwerkraft-Gedingse ja, anspruchsvoller war als das hier. Hätte ich schon mehr erwartet, aber mein Gott. Bin ich denn jetzt? Bin ich denn hier? Ach, in dem Bereich da oben. Da geht's auch noch weiter. Hier sind die Panzer am Stüssel. Da ist eine komische Plattform oder da ist eine fette komische Plattform. Was anderes hatte ich auch nicht mehr zu erkunden, ne? Ja, nach unten gehen, aber nach unten gehen kann ja jeder. Ich muss bestimmt mit dem Panzer die Sachen treffen. Zu Befehl, Alter! Ich wähle dich! Und ich töte dich und dich! Fischgesicht! Mach mir sogar meine eigenen Schutzwalle kaputt. Außerdem habe ich das hier gesehen und das ist bestimmt auch wieder sehr gut, wenn ich das hier nicht vergesse. Okay. Machen wir was anderes. Ja. Bin ich gar nicht so schlecht zu diesem Zeitpunkt. Jetzt mach ich kaputt, weil auch da könnte was sein, ja. Also diese Unebenheiten wollen eigentlich alle abgestampft werden mit Mario. Number one. Number two. Ohne getroffen zu werden, alle im First Try. War jetzt auch nicht so schwer. Ich sag's nur mal gern dazu. Jaha! Monde for the win. Für Monde machen wir das alles. Da ist noch eine Nuss.
das ist die Plattform, wo wir waren. Na, ich habe ja einen Teleporter, ich kann jederzeit hier hin. Erstmal einsacken, den Schinken. Mmh, lecker Schinken. Geheimes Blumenfeldpfad. War wohl ein krasser Mond, ne? Wenn so eine Animation kommt, ist ein krasser Mond. Und es geschieht etwas daraufhin. Ja, Heidewitzka, wo soll denn das noch hinführen? Verteidige das geheime Blumenfeld. Ja, aber voll. Mach ich total. Der Punkt ist... Das führt also ganz nach oben. Was? Ach, ein bisschen Schwung. Ja, gucken wir uns das... Oder geht das nach unten? Nee. Ich dachte, das katapultiert mich nach oben. Ein Boss! Ach so. Und der funktioniert wie? Oh nein, das Ding klaut einfach die ganzen Blumen und es braucht jahrelang an derselben Stelle. Wow! Vielleicht sollte ich diese Zipfel mal irgendwie andönern. Fühlst du dich angedönert, du Zipfel? Vielleicht sollte ich mal oben drauf. Nö, auch nicht. Dann sollte ich vielleicht rein? So in etwa. Hey, ich erwarte einen krassen Bosskampf. Also wehr dich gefälligst. Blum, 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 muss alle Blumen haben. Ist ja gut, Digga. Leg dich nicht mit mir an, Zwieblein. Zweibein. Heißt das Zweibein? Ich hab Zwieblein gelesen. Ja gut, Zweibein. Das ist natürlich jetzt auch... Ich meine, das ist nichts Besonderes, zwei Beine zu haben. Oder kennt ihr im Real Life irgendjemanden aus eurem privaten Umkreis oder vom Hörensagen, der zwei Beine hat? Das ist doch sehr exotisch, oder? Diese verdammten Zweibeiner, ne? Achso, ich weiß, was ich machen muss. Ihm haben wir es ja noch gerallt. Aber warum tut's dem so weh? Also gut. Gar nichts ist gut, Mann. Ja, was Schönes. Oder? Ist das schön? Oh mein Gott. Kam schneller. Warum? Okay. Ach, den kriegen wir schon irgendwie gebacken. Aha. Rattert der Zaun und weg ist der Balkon. Treffer Nummer 3, das ist doch ein guter. Man kann mit 3 Treffern schon mal abdanken, teils, ne? Gibt was so, die machen da einen Abflug. Der gute Bum Bum zum Beispiel. Der ist ja auch ausrangiert. Ist interessant, wie viele neue Wege man gehen möchte mit Mario Odyssey. Hier wird kein Bum Bum wieder aufgewärmt, so der Koopalinge, ne? Nicht wie in Spielen wie New Super Mario Bros. U oder. Mario 3D World. Ich meine, alles super Spiele, ne? Aber man will trotzdem was Neues. Muss auch gestehen, dass in den letzten Mario Jump'n'Runs deutlich viel immer wieder wiederholt wurde. Erst hatte man sich gefreut, ach, da ist ja der wieder und da ist ja das wieder. Aber wenn es halt jedes Abenteuer bringst, so ziemlich, dann hat es auch nicht mehr so den Effekt. Wer weiß, ob wir uns eines Tages über irgendwelche Gegner freuen werden und sagen werden, hey, den gab's doch schon in Mario Odyssey damals. So, und hier ist der nächste Multimond. Alter, geht ab wie ein Zäpfchen, Mario, gute Arbeit, ey. Das geheime Blumenfeld, sagst du durch die Blume. Jetzt habe ich aber noch so viel gesehen dort, ne? Dass ich da eigentlich gerne noch mal ein Stückchen erkunden würde. Dann machen wir das doch, oder? Aber jetzt bin ich hier. Ich habe doch garantiert genug Monde für die Odyssee. Um zur nächsten Welt zu reisen, oder? Ja, wir machen das dann so. Weil wir gucken mal in jeder Welt, was so zu tun ist. Lernen die kennen. Und am Ende machen wir alle nochmal 100%.
Man kann sofort sich ewig lang in den Welten aufhalten, 100% machen. Aber wer weiß, ob sich später irgendwas ergibt. Ja. Wir haben genug Energie, um ins Cityland zu reisen. Überqueren wir das weite Meer. Cityland? Oho, ich weiß, was das ist. New Donk City. Das ist aber echt weit. Soll das so eine Art Amerika darstellen? Hier sind wir in Europa. Was sind die Inseln dazwischen? Werden die einfach vergessen oder kommen die noch? Ich weiß, dass es nicht unsere Kontinente sind. Im nächsten Part gucken wir uns also das Cityland an. Seid dabei, also reißt euren Daumen ab und gebt ihn mir. Bis zum nächsten Mal. Ich sag, bis dann und ciao!